Hallo und herzlich willkommen zurück hier zur Sims 4 Doppelhaus Challenge. Und unsere Kinder gehen gleich zur Schule. Das macht die Mami hier. Sie hat Hunger. Ja, dann so nach der Dusche, ne? Nimmst du dir mal das hier. Und wir können wieder einen Frosch züchten. Das machen wir lieben gerne so. Können wir denn. Nee, ich glaube, das können wir nicht. Müssen wir denn heute zur Arbeit? Heute müssen wir zur Arbeit. Wir arbeiten von 14 bis 23 Uhr. So, du darfst fleißig lernen. Unser Sohn steht in der Küche vorm Kühlschrank. Und deswegen kommt die Mama da jetzt nicht heran. Das ist super geil. Dann stellen wir es mal hier hin. Dann darfst du dir ein Gericht nehmen. Super, klasse. Ja. Ich würde noch mal gucken, wie wir das mit den Kätzchen machen. So einen ins Geschirrspüler und die restlichen Teller schmeißen wir weg, weil das macht man heutzutage so. Mich nervt das mit diesen Musikdingern immer, ne? So, du darfst auch fleißig lernen. Genau, guck mal Fernsehen nebenbei, das kann nicht schaden. Ja, und dann gucken wir mal, ob wir vielleicht die Gegend mit ihr ein bisschen abfahren. Aya hat heute versucht, die Schule zu schwänzen, um einen weinenden Freund zu trösten. Was sollen wir Aya sagen? Schwänzt nie wieder, die Schule, Bildung ist wichtig. Freunden zu helfen steht immer an erster Stelle. Ach. Ja, ich weiß nicht. Verantwortung hat sie, deswegen nehmen wir Empathie. Ich finde, beides zu sagen ist nicht richtig. Also wenn der jetzt wirklich total verzweifelt ist, weil irgendwas passiert ist, sage ich mal, und der gerade einfach nicht mehr im Unterricht teilnehmen kann, dann kann ich schon verstehen, dass man dann nicht mehr da sich schulisch aktiviert, ne? Und dass man dann auch die beste Freundin mit rausschickt oder einfach vom Unterricht also fernhält ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber dass man dann die beste Freundin mit demjenigen mitschickt, ist okay, ne? Aber wenn es halt jetzt ja wegen der Kleinigkeit, dann ist das halt natürlich nicht okay, ne? Das muss man halt auch dazu sagen. So, gucken wir mal, ob es immer noch verbuggt ist. Sie kommt hier durch die Bäume. Ich meine, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung, ich bin mit einer Freundin in der Klasse und die ist total aufgelöst, weil keine Ahnung, wer gestorben ist oder so und sie hat das erst erfahren. Gestern vorm Schlafen gehen oder so, dann kann ich schon verstehen, dass man mit der Person nochmal rausgeht, um sie zu trösten, wenn sie da gerade nochmal so ein bisschen emotional einfach nicht dem Unterricht folgen kann. Dass die dann halt einfach nicht alleine ist, ne? Aber jetzt, weil die Folge der Lieblingsserie verlegt wurde um eine Woche und die Person dann weint, dann natürlich nicht, ne? Aber gut, ich denke, das ist schon, da verstehen schon mehrere das, was ich damit aussagen möchte. Ich habe einen gepunkteten Blattfrosch gefunden. Dann ernten wir noch ein bisschen. Den Apfelbaum nehmen wir noch mit und das hier nehmen wir auch mit. Wir wollen ja ein bisschen Geld ansammeln. Liegt eine Drachenfrucht. Ich habe die da nicht hingelegt. So, dann nehmen wir das hier noch mit. Ja, ich finde, das kann man schon ganz gut machen hier. Vor der Arbeit hier einmal durchlatschen und alles mitnehmen und einsammeln. Das Problem ist nur, wenn wir jetzt nicht mehr parallel mit unseren Kindern arbeiten, dass wir mehr Zeit fürs Gameplay brauchen. Was man halt mit einplanen muss. So, und es wird gerade noch nicht unterbrochen, das ist gut. So, ich finde geil, dass die davon immer dreckig wird. Okay, wenn sie Sachen ausgräbt, kann ich verstehen. So, ich lasse diese Ecke jetzt einfach mal aus. Und würde sagen, sie kann hier hingehen. Und ich verkaufe jetzt schon mal alles, was wir hier im Inventar haben. Das ist ein seltener Frosch? Nein.
dazu dann. Hypnofrosch. Ja, nee, den brauchen wir auch nicht. So, wir können aber einen züchten, das machen wir auch. So, sie muss zur Arbeit. Ja, aber stopp. Ich möchte ganz schnell noch alles verkaufen. Nur so ein Gefühl, dass ich das mal machen möchte hier. So, wenn die Kinder dann von der Schule kommen. Mal gucken. So. Wir machen mal fleißig arbeiten. So, warum ist er traurig? Weil er nicht im Bärenkostüm ist. Ja, okay. Bärenkostüm anziehen. Sie ist angespannt. Kurz vor dem Ausbruch. Oh je. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Ist ein guter Einfall. So, und dann darfst du Hausaufgaben mit links erledigen. Das finde ich auch gut. Dann geh mal los. Das finde ich gut, dass sie dadurch emotionale Kontrolle bekommt, dass hier alles so richtig steil nach unten geht. Ist schon geil. Genau. Mach erstmal Hausaufgaben. Du machst dann auch nicht Hausaufgaben. Gut zu wissen. Ich glaube, danach kannst du erstmal duschen gehen. Duschen. Eine erfrischende Dusche nach dem Joggen. Unsere fitte Aya. Das wird bei ihm auch noch sehr toll. Kannst du das leeren? Ja. Danach räumst du die Schüssel nämlich mal aus. Das könnte kein schlechter Einfall sein, bevor das da anfängt zu schimmeln oder so. Dann bringst du mal den Müll raus. Den Tisch deckst du mit einer ungezwungenen roten Location. Und dann machst du nochmal die Zusatzaufgaben. So, bei dir geht's wieder. Dann machst du nämlich Hausaufgaben. Ja, dann. Danach machst du nämlich auch Zusatzaufgaben. So. Er macht jetzt auch erstmal Hausaufgaben. Wo setzt er sich dafür hin? Zu seiner Schwester ins Zimmer. Das ist doch vorbildlich hier. Dann machen die jetzt zusammen Hausaufgaben. Sieht überhaupt nicht komisch aus, wenn da so ein Bär auf der Couch sitzt. Das sieht so geil aus, ey, wenn der rüber guckt. Guck nochmal rüber, bitte. Mach nochmal. Er guckt nicht rüber. Das ist nicht gruselig, nein, gar nicht. Es ist komplett normal, es ist alltäglich. Kommt immer vor, dass der Bruder in einem Bärenkostüm dann da sitzt, weil er gerade eine Phase durchmacht. Das war bei uns auch immer so. So, Danik hat seine Zusatzaufgabe abgeschlossen. Das ist schön. Dann Redewendung durch Sohn ist auch keine schlechte Idee. Aber du darfst erstmal spielen. Das war gleich fünfmal. Im Bärenkostüm ist bestimmt nicht warm oder so. Nein. Okay. Dann darfst du Zusatzaufgaben machen. Ja, der Spaß ist überhaupt nicht da. Aber egal. Gut, dann nimmst du dir hier ein Gericht von. Und guckst dazu den Kochkanal. Das macht nämlich Spaß und Fähigkeit. So, und er kriegt jetzt auch Spaß dadurch, ne? Ist das ein Avocado-Bär? Der hat doch eine Avocado auf dem Bauch, oder? Ja, geil. Ist komplett normal. Ich habe eine Phase, ich ziehe ein Bärenkostüm an, der auf jeden Fall eine Avocado auf dem Bauch hat. Das muss so. Selbstsicher. Hausaufgaben mit links erledigt bestimmt. Ja, wir müssen das hier noch erfüllen. Aber ich möchte auch, dass er ein bisschen sportlich sich betätigt. So, sie gönnt sich jetzt hier schon erstmal. Okay, dann darf er sich auch mal gönnen. Ein Gericht.
darf dann den Kinderkanal schauen. Dann geht er mal auf die Toilette, nachdenklich duschen. Wenn alles klappt, sitzt er da nicht, sondern malt da auch. Fahren wir oben an. Fahrzeug, ich weiß nicht, ob er das schon getan hat. Und dann darf er schlafen gehen. So, wie ist es mit dir? Du möchtest auf jeden Fall gleich Sport treiben, aber vorher nachdenklich duschen und eine erfrischende Dusche nehmen. Ja, das passt. So. Dann darfst du hier noch mal trainieren. Oh, ich bin zu Hause angekommen. Das ist schön. Ich war auf jeden Fall hier hinten. Nicht, aber ich war da. So, dann renne ich mal nach Hause, so wie man das macht nach der Arbeit, um dann sofort Frösche zu züchten. Das mache ich auch immer nach der Arbeit. Ich renne nach Hause, um Frösche zu züchten, nicht um irgendwie zu essen oder sowas. Nein, nein, nein. Tu mir einen Gefallen, komm her, nimm dir jetzt ein Gericht, bitte. So, das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die ist schon hier beim Sport, das ist gut. So. Bist da auch mal angekommen. Dann kannst du dir jetzt den Comedy-Kanal anschauen, damit du Spaß dabei bekommst. Juhu. Er weint unter der Dusche, weil er unter der Dusche sein Bärenkostüm nicht anhat. Okay, dann trainiere da noch mal Energie geladen, bitte. Danke. Dann gehst du einfach noch mal duschen. Oh ja, nimm eine dampfende Dusche. So nach dem Sport wäre das schon geil. Dann gehst du schlafen. Du bist auch noch fleißig dabei. Okay, was machen wir denn mal? Ich dachte irgendwie gerade, hier stehen vier Leute. Ich war etwas irritiert, zugegebenermaßen. Überleg gerade, ob ich hier noch was ändere. So, ich gucke jetzt noch mal hier beim Adoptierdings, ob es da noch mal hübschere Katzen gibt. Service engagieren. Katze adoptieren. Oh, Meryl, ein Bengalkätzchen. Und Opie. Aber noch Tobi ist eine Sphinx. Nova. Ägyptische Mau. Könnte auch geil sein. Cashew, Rainbow. Mimi. Bruno. Bali. Wir nehmen einmal Nova und Meryl. Okay. Wir nehmen jetzt mal schnell die Katzen entgegen. Fröhlich vorstellen. Dann ziehen wir uns mal normal an, bitte. Wo sind die Katzen? Hey, die müssen doch jetzt hier irgendwo stehen, oder nicht? Wo sind die Katzenbabys? Nach Karriere fragen. Ach, da ist Nova. Nova ist schon erwachsen. Oh. Und Meryl. Okay, dann darfst du Nova einmal adoptieren. Und ja, möchte ich. Die. Wie nennen wir die denn?
So, ich habe jetzt mal ein bisschen gegoogelt. Also einmal Elu für die ägyptische Götterkatze. Das fand ich ganz cool. Oh. So, und die andere. Halt, stopp. Die Babykatze, die sich hier im Schrank versteckt. Die adoptieren wir auch gleich. So. Ist die süß. Ja, ich möchte sie adoptieren. Die nennen wir Anouk. Wenn man das so ausspricht, Anouk, keine Ahnung. Ich fand's cool. Und dann natürlich der Nachname. Warum räumt sie mitten in der Nacht auf? Okay, füllen. Babykatze, die kann hier alles machen. Der bieten wir dann auch die Freundschaft an. Jetzt wird erstmal um Rat gebeten von unserer Tochter. Keiner mag mich, keiner wird mich jemals mögen. Warum sollte ich mich also noch bemühen? Ich werde dich immer lieben. Ja, sehr schön. Emotionale Kontrolle wird einfach richtiger Skandal. So, wir gehen jetzt einfach mal duschen. Dann schlafen. Du gehst bitte auch schlafen. Ich weiß gar nicht, warum du überhaupt aufgestanden bist. Weil dir nachts um drei einfiel, obwohl du totenmüde bist, dass dich keiner mag oder was? Na, ja klar. Katze, die ist wohl erzogen. Die hat's voll drauf. Das passt total. Egal, wir mussten die einfach haben. Ist so süß. Die gehen so süß unbeholfen. Das ist schon geil. Süßen kleinen Kätzchen. Steh jetzt mal auf, Alte. Ah, der hat jetzt ein Monster unterm Bett, ne? Ich dreh durch, ey. Monster unterm Bett einsprühen. Du gehst ja mal hier hin. Na, du weckst deine Schwester jetzt nicht auf. Deine Schwester möchte jetzt schlafen gehen. Dann darfst du Danik ins Bett legen, damit er jetzt endlich schlafen geht. Super, jetzt braucht er auch nicht mehr ins Bett gehen. Egal. Geh doch mal schlafen. Und meine Wenigkeit legt sich auf jeden Fall auch ins Bett. So, wir müssen jetzt noch zwei Sim-Tage rumkriegen in 10 Minuten, ey. Das wird lustig. Ich muss auch erst später arbeiten. Immerhin. Geh doch schlafen. Immer diese Probleme. Ja, ich weiß, dass die in der Schule sein müssen. Oh. So, du darfst jetzt die Oberschule besuchen und du gehst jetzt zur Grundschule. Jetzt ist der schon wieder so verbuggt, dass der hier nicht schlafen lässt. In der Schule darf er das Kostüm nicht tragen. Das ist natürlich ganz tragisch. Jetzt haben wir zwei süße neue Kätzchen. So, und das Erste, was ich jetzt erstmal mache, ich packe das hier ins Haushaltsinventar. Ey, also, das ist ja mal richtig nervig. Die ist ja total erzogen, die Katze. Ich wusste gar nicht, dass die schon erwachsen ist, aber hey.
so, ist der auch fleißig in der Schule? Ja, die sind beide fleißig, ne? Ja, perfekt. Oh, das sieht so aus, als ob wir hier gleich wieder ernten können. Muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Vielleicht stehst du mal auf, gehst mal auf die Toilette und nimmst eine erfrischende Dusche. Was man halt so macht, ne? Vor der Arbeit. Während die Kinder in der Schule sind, penne ich erstmal in Ruhe. Wo macht man das heutzutage? Ugh. Herrlich. Du gehst erstmal fleißig arbeiten. Oh, die sind jetzt zu Hause. Nee, das ist nicht unsere Katze. Ich wollte gerade sagen, so irgendwie, was stimmt hier nicht? So. Oh, die schläft, die Katze. Die sieht nicht so aus, als ob die schläft. Wollte ich ja nur mal gesagt haben. Dann darfst du Hausaufgaben machen und du auch. Geht sie jetzt hin? Ja, ich stelle mich nach draußen zu Avani Anand, die ich gar nicht kenne. Oder doch, ich kenne sie anscheinend doch irgendwie. Oder meine Tochter kennt sie anscheinend irgendwie. Und ja. Danek ist fertig. Oh, Danek kippt gleich um. Gut, dann gehst du doch am besten mal ins Bett. Wobei, du kannst der Katze schon mal die Freundschaft anbieten. Wo ist die Babykatze? Da ist die Babykatze. Oh, süß. Ey, die Katze mag das schon mal nicht. Nur so eine Idee. So, und dann gehst du nämlich schlafen. Ja, voll Spaß dabei. Ich habe auch immer Spaß bei Hausaufgaben, das ist super. So, wir starten einfach mal die Versammlung. Alter, ich habe gerade die Versammlung gestartet. Jetzt komm mal her, Papa, ja? Okay, dann darfst du die Katze mal belehren, dass sie nicht an Theken hochspringt. Freundlich reden. Wenn wir schon mal dabei sind, ne? Kennenlernen. Oh, die Babykatze läuft ja auch noch hier irgendwo rum. Was ist mit dir? Jetzt geht der hier einfach ins Bett. Gehst du mal in dein Bett, bitte? Ja, perfekt. So, wo ist die Babykatze? Da ist die Babykatze. Beruhigend streicheln. Und wenn ich Babykatzen streichel, dann bin ich auch beruhigt. Reden. So, wir haben Freundschaft mit der Katze geschlossen. Das ist gut. So, wir verbessern jetzt mal nicht den Kühlschrank. Das können wir nämlich auch, glaube ich, gar nicht. Wir machen jetzt auf jeden Fall erstmal, dass wir hier was essen mit ihr. Ins Bett, Alter. Geht doch. Es ist jetzt zwar dreimal ins Bett gegangen, aber das ist okay für das Spiel. Es macht nichts. Das ist ganz normal heutzutage, dass die Katze mit da sitzt und isst. Über Betteln nach Essen belehren. Eine Katze, ne? Also meine Fresse. Nein, du räumst das nicht auf. Wir haben extra. Okay, die Haushälterin kommt erstmal nicht, das stimmt schon. Genau, jetzt ess erstmal. Jetzt bringt sie es doch zurück. So, dann darfst du mal alles ernten. So. Weil wir verkaufen das nämlich gleich und dann haben wir wieder so ein bisschen Geld auf Vorrat. Das schadet dann bestimmt nicht.
diese Katze, ne? Dann soll die halt überall hochspringen. Soll sie das doch machen? Das ist mir egal. Wir machen Zusatzaufgaben. Sie hat es eingesammelt? Ja, hat sie. So, und weil der Papa daneben sitzt, darf dir dir helfen. Und wir verkaufen und bekommen 2800 Simoleons. Das ist sehr geil. So. Wird ja mal richtig dreist, einfach einen Pool in den Garten bauen. Mache ich auch gleich, ey. Ich wurde befördert, wer hätte es gedacht. Okay, dann gehe ich mal auf die Toilette. Dann säuber ich die Dusche und gehe duschen. Ich gehe mal nachdenklich duschen. Dann mache ich mal Abendessen. Fischtopf, ey, das ist bestimmt richtig lecker. Also ich mag ja Fisch, aber nicht jeder. Bestimmt. Oh, ist ja schön, dass sie konzentriert ist, aber sie geht jetzt, glaube ich, auch ins Bett. So. So eine dreckige Dusche. Was stimmt denn mit ihm nicht, ey? Ist der hier einfach bei uns und schläft? Aber gut, warum nicht? Alltäglich. Geht das hier schon wieder nicht, ey? So, Abendessen servieren. Okay, mach nochmal Chili. Diese wohlerzogene Katze, ne? Jetzt kommt sie wieder mit ihren Messerskills hier. Anstatt einfach normal das mal schnell zuzubereiten. Nein. Man muss sich da richtig ein abkämpfen mit den Messern. Sie hat Angst vor dem Herd. Schlaue Katze. Du solltest auch Angst vor dem Herd haben. So, du isst das jetzt hoffentlich und darfst den aktuellen Kanal schauen, um Spaß zu bekommen. So, irgendwie läuft das hier nicht so richtig bei uns gerade. Wir sind aber zumindest Profispielerin. Oh, wir sind gerade Level 8 immerhin. Ja. Wir wurden zweimal befördert in dieser Woche. Das ist ja nicht schlecht, ne? Nein. Diese Katze, ne? Man kann hier nichts rumstehen lassen. Okay. Dann darfst du jetzt mal schlafen gehen. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt mal hier die Versammlung. So, 600 irgendwas Punkte. Kann man erstmal so lassen. Dann schlafen hier mal alle. Alle schlafen aus, das passt. Den resette ich jetzt gleich erstmal. So. Okay, dann darfst du mal die Toilette benutzen und duschen. Ja, dann kannst du dir so ein Chili nehmen. Dann müssen wir hier noch die Kreativität bei ihm machen. Weil er wird ja auch bald älter, ne? Also 3 Tage noch. So, dann darf er dabei nämlich den Kinderkanal schauen, während er das Chili isst. So, du darfst die Toilette verwenden, eine erfrischende Dusche nehmen. Darfst das Chili nehmen. Darfst den aktuellen Kanal schauen. Diese Katze, ne? Ja, so eine Babykatze, die muss man schon mal streicheln nebenbei. Das kann ich verstehen. Das geht mir nicht anders. Ja. Ich sag zu der Katze schon nichts mehr. Du bist ja so energiegeladen. Du darfst dann mal die Pflanzen bewässern danach. Und du darfst nachdenklich duschen gehen. Und wir müssen noch gucken, was ihm fehlt. Zeichnen, Formen, oder? Formen. Hier sieht nichts aus, als ob hier irgendwas mit Formen ist. Deswegen machen wir das mal. Ja, der Part wird jetzt halt einfach wieder ein bisschen länger. Ich muss mir mal was einfallen lassen, ob ich einfach 5 Parts mache. Wisst ihr was? Ich mache das jetzt auch. So. Da kann ich nämlich gleich einfach in Ruhe das beenden.
Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt gerne was in die Kommentare schreiben. Und damit ciao und bis zum nächsten Part.